Moinset, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2. Gothic 2, Alter, Gothic 1. Ich bin hart verwirrt. Ich versuche gerade irgendwie von Scar das Schwert zu bekommen. Wichtig ist nur, wir dürfen nur ihn hauen. Wenn du meinst. Und den anderen nicht treffen und dann geht das wohl. Also normalerweise greifen die nämlich nicht einen an. Eigentlich nicht. Die Waffe weg! Ah, guck mal, jetzt haut er mich an. Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Eigentlich haut er dich nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Weil ich krieg natürlich nicht beide platt. Könntest du nochmal versuchen. Wenn wir erst ihn platt machen und dann den anderen. Waffe weg! Da kommt noch mehr! Keine Chance, das sind zu viele! Was mache ich denn jetzt? Also ich weiß nicht, warum die alle aggro werden. Früher war das nicht so. Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht liegt es daran, dass ich in einem Lager bin. Aber früher sind die anderen nicht aggro geworden. Die haben dann nur gesagt, kümmerliche Vorstellung. Und dann war es vorbei. Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie es gepatcht haben, dass man nicht mehr so einfach an seine Waffe rankommt. Man kann jetzt natürlich nur maximal versuchen, die Waffe schnell zu kriegen und abzuhauen. Aber das wird nicht klappen. Oder ich kann ihn ein bisschen agromäßig hier wegziehen. Aber machbar wär's. Also ich krieg ihn platt. So ist es nicht. Kümmerliche Vorstellung. Oder kann ich den einschlafen lassen, da den anderen Arto? Mal sehen. Haben wir Magie irgendwas? Feuerpfeil, Heilung, Licht. Man könnte Schlaf versuchen. Komm, ich guck mal, ob ich... nicht Schlaf mache, den einschläfere, könnte es was werden. Da muss ich ihn nur schnell umhauen, mir seine Waffe klauen und wegrennen. Wegrennen, bevor Gomez und so auftauchen. Ich will dieses Schwert haben. Man muss halt auch mal kreativ sein. So, let's take a look. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. So, ich benötige mir magische Kraft. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hast du irgendwie Schlaf oder so? Feuerpfeil, Licht, Heilung, Feuerpfeil, toll. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wenn du meinst. Ende. Vielleicht nochmal beim Schläferlager? Ich muss ja eh gleich ins Sumpflager. Immer. Wir haben Feuerball, Feuerpfeil, Heilung und Licht. Wir haben leider keinen Schlaf. Ich kann es noch einmal aus Distanz versuchen. Komm, warte mal. Einmal versuche ich es noch. Ich kann natürlich ihn mit dem Bogen anschießen und hoffen, dass die anderen kein Aggro ziehen. Vielleicht klappt das. Dann wechsle ich schnell. Klopp ihn hier hinten weg. Oh. Oh, Kacke. Nein, das ist keine Chance. Die werden ja alle Aggro. Das kann ja gar nicht klappen. Also entweder hätte ich es machen müssen, bevor ich mich dem Lager anschließe. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen, weil jetzt bin ich dem Lager beigetreten und jetzt, wenn ich ihn platt mache, kriege ich auf die Fresse sofort. Die kriege ich auch nicht alle kaputt. Oder der Typ ist nachts irgendwo anders. Es kann ja sein, dass er nachts pennen geht. Das können wir natürlich jetzt auch mal ausprobieren, dass der nachts sich vielleicht woanders aufhält und dann schläft oder so. Lass uns das mal noch checken, dass man ihn dann in seinem Zimmer auffinden kann und ihn da einfach platt macht. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich geh mal kurz pennen. Wo waren denn Betten? Na, wenn ich da jetzt reingehe, wo die Betten sind, gibt's aufs Maul, weil die mich jetzt alle hassen inzwischen. Ah, warte, oben im Haus direkt kann ich mich doch einfach hinlegen. Das sollte ja keinen stören, hoffentlich. Da waren ja Betten. Wenn ich mich denn überhaupt noch so frei bewegen kann. Ich glaube, das ist jetzt das Dumme, was wir gemacht haben. Ich hätte nicht jetzt schon direkt einer hier beitreten sollen. Ich hätte erstmal mir das Schwert holen sollen. So, warte mal. Bis Mitternacht schlafen. Toros ist in seinem Zimmerchen. Jetzt gucken wir mal. Hat ihn aber auch nicht gestört, dass ich mich in sein Bett reingelegt habe, ne? Kann schon sein. So, mal gucken. Hier wird geputzt. Und wie sieht's hier aus? Sieht sogar noch schlimmer aus als vorher.
Sieht sogar noch schlimmer aus als vorher. Wobei, ich versuch mal mein Glück wieder. Ich will dann nur sein Schwert haben. Und da muss ich halt abhauen. Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Es hat den richtigen erwischt. Aber es geht, warte. So geht's. Spiel laden. Nochmal. Ich glaube, jetzt geht's. Ich glaube, jetzt geht's. Geh zur Seite. Die wären nicht so aggro. Soll ich's in dich reinprügeln? Weg da! Nee, keine Chance. Das geht nicht. Also ich glaube, das geht nicht mehr. Also entweder haben sie es rausgepatcht oder ich bin zu doof, aber das geht nicht. Wir haben keine Chance. Die drehen ja dann alle am Rad. Keine Chance. Wir müssten den irgendwo alleine solo überfallen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Haut's mir mal gerne in die Kommentare rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hätten machen sollen, bevor wir einer Gruppierung beigetreten sind. Wenn ich jetzt hier als normaler Dude noch wäre, dann würden die mich, glaube ich, nicht so verprügeln. Glaube ich nicht. Haut's mir mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir es machen sollen. Maximal noch Schlafzauber. Das würde dann aber wieder nur tagsüber gehen. Richtig kacke gelaufen. Richtig kacke gelaufen. Am nächsten Morgen. Sorry. Oder ich kriege ihn hin, dass er aggro auf mich wird und mich haut. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das könnte vielleicht klappen. Dann, dass er mit aggro... Der Aggro anfängt. Heute mein Sprachduktus heute läuft bei mir, ne? Also Gehirn leicht im Arsch. Ja. Solange. Sind jetzt aktuell nur die beiden und Gomez. Die Waffe weg! Waffe weg! Weg mit der Waffe! Die Waffe, die Waffe, die Waffe! Voll verkackt, Alter. Voll verkackt! Spielladen. Ich bin zu langsam, weil das war jetzt schlecht. Ich will halt noch nicht aufgeben. Das muss machbar sein, Mann. Ohne Spaß. Muss doch gehen. Das sind nur die zwei und Gomez. Die Waffe, die Waffe, die Waffe! Die Waffe! Oh, Mann! Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Mich jetzt schnell wieder heilen könnte. Kann ich aber nicht. Ich muss doch nur diese Waffe haben. Muss doch machbar sein. Komm schon. Das ärgert mich jetzt, dass das nicht geht. Geh zur Seite. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es... Ich halte mich da raus. Die Waffe, die Waffe, die Waffe weg. Die Waffe, die Waffe. Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Keine Chance, das kriegen wir nicht hin. Aber ihr dürft es mir gerne trotzdem mal in die Kommentare hauen. Ich bin neugierig, ob ihr noch eine Idee habt. Wenn Gomez auch noch kommt, das sind drei Leute, die ich platt machen muss. Keine Chance, das sind zu viele. Die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe weg. Die Waffe. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ich will es noch weiter versuchen, also ein bisschen versuche ich noch, komm. Muss machbar sein. Problem ist, ich kriege jetzt nicht mehr den ersten kaputt. Geh zur Seite! Waffe! Was ist denn da los? Waffe weg! Waffe weg! Jetzt kriege ich ja nicht mal mehr den ersten platt, Alter. Du bist tot! Warte, ich muss ein bisschen mit mehr Strategie rangehen. So, warte. Man muss eben aufpassen, was man noch erzählt. Mach einfach den ersten platt. Waffe weg! Waffe. Waffe. Waffe weg! Waffe weg! Waffe weg! Mach nix, Herz, Alter, er macht mich... Und du bist tot. Okay, wir müssen auf jeden Fall erst ihn platt machen. Erst Scar. Und wenn Scar platt ist, den zweiten Dödel da, ne? Das ist dann, glaube ich, nicht mehr so das Problem. Die Waffe, die Waffe. Nee, Alter, meine Fresse, das gibt's doch nicht. Ich krieg den nicht platt. Gerade eben hat's doch so gut funktioniert, jetzt geht's nicht mehr. Der zieht mich weg, der Junge, das ist unnormal. Komm schon, Scar, gib mir deine Waffe. Gib sie mir. Die Waffe, die Waffe, die Waffe weg. Die Waffe, die Waffe, die Waffe. Ah!
Ach, guck mal, Goblins kommt auch noch. Wie soll das denn gehen? Bring ich dich um. Nee, hat keinen Sinn, Leute. Also das können wir knicken, solange die alle aggro werden, keine Chance. Wenn wir denn irgendwie ein Zauber, also wenn wir mit einem Schlafzauber oder sowas noch bei können, dann vielleicht, ja. Aber wenn der wird ja hier auch noch aggro. Ich kann ja nicht mal wegrennen, weil die hier auch alle durchdrehen. Also, keine Ahnung. Haut's mir gerne in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr, was wir davor hatten. Also zumindest nicht, wo wir aktuell drauf sind. Keine Chance. Na, wir müssten den irgendwie alleine kriegen und ich kriege den alleine nicht, weil der immer mit seinem Kumpel da rumsteht. Keine Chance. Keine Chance. Also ignorieren wir das erstmal, leider. Und gehen ins alte Lager. Ich google das sonst gleich nochmal. Also wir gehen jetzt erstmal ins Sumpflager und ich google gleich nochmal, weil ich will dieses Schwert haben. Theoretisch machbar, ich kriege ihn ja platt, aber wenn sein Kumpel danach mir auch noch aufs Maul gibt, wie soll das gehen? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Aber es war ein Versuch wert. Wir haben ihn jetzt öfter mal umgehauen. Es geht. Ich muss mal gleich googeln. Irgendjemand hat doch da bestimmt eine Idee. Kann man bestimmt einen Schlafzauber nehmen auf den, auf Gomez. Dann pennen die beiden. Dann schnell ihn umhauen. Waffe nehmen und ab dafür. Sobald man die Waffe hat, alles safe. Und dann nichts weg. Außerdem sieht das Ding geil aus. Ich will die haben. Das Ding sieht ja mal richtig mega aus, ja. Also, vom Pornösitätsfaktor her, muss ich sagen, sieht die mal richtig gut aus. Ich will sie haben, ja. Da muss was gehen. Aber gut, ganz entspannt. Eins nach dem anderen. Aber ich sehe auf jeden Fall, wir sollten uns jetzt auch um andere Typen keine Sorgen mehr machen. Also, wenn man so einen da wegknölzen kann, dann, ich glaube, wir sind jetzt stärkemäßig und überhaupt so insgesamt ganz gut dabei. Ne? Da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr verstecken. Mit seiner Waffe können wir vielleicht doch den riesigen Orkhund platt machen, der hier noch rumläuft. Ja. Könnte ja klappen. Oder mal so ein Sumpfhai. Ja. Da juckt es mir ja auch in den Fingern, mal so ein Sumpfhai wegzumähen. Ach, was ist das muckelig, du. Nur diese Vögel. Diese fürchterlichen Vögel. Ah. Ach, guck mal, hier ist noch was zum Sammeln. Ich bin ein bisschen blöd gelaufen, aber das wird schon irgendwie gehen. Das wird schon irgendwie gehen, sag ich euch. Ne? Ich gebe noch nicht auf mit diesem Schwert. Ich gebe doch nicht auf! Was hat der Fuchs diese Woche in der Aufnahmesession gemacht? Verzweifelt versucht, Skars Schwert zu bekommen. Ohne Erfolg. Bis jetzt. Aber wir wissen schon mal, wir kriegen ihn platt. Jetzt müssen wir ihn nur irgendwie ausgrenzen, dass wir ihn alleine platt machen können. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Das wird. Ich habe da eine volle Hoffnung. So, mal sehen, wie wir noch schnacken müssen. Wahrscheinlich mit Lester. Wenn er nicht gerade Verstärkung holt, weiß er ja immer, was im Lager abgeht. Dadurch, dass Mordrak nichts mehr gesagt hat, müssen wir jetzt auf eigene Faust versuchen rauszufinden, wie wir rausfinden. Aber er hat doch schon erzählt, der war schon immer sehr gesprächig, der gute Lester. Ich denke, da geht schon was. Moin, oh. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ach so. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Okay. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Zeig mir mal deine Waage. Nee, zeig mir den Weg nicht. Ich dachte, der Schläfer möge dich behüten. Möge der... Kapitel 2, das Nest der Minecrawler. Oh. Wir haben Kapitel 2 erreicht. Wahrscheinlich wäre jetzt hier so ein Bild gekommen oder sowas. Gut, ich versuche nochmal eben an so einen Zauber ranzukommen.
Wo ist denn der Dude, der hier Zauber verkauft? Der sitzt doch da vorne irgendwo rum. Mit seinen Leuten. Wo ist das denn? Ich finde mich nicht zurecht in diesem Lager. Ohne Spaß. Bis heute nicht. Irgendwo ist der Typ, der so Divan-mäßig mit seinen Schülern da sitzt. Und ich denke, bei dem kriegen wir Zaubersachen. Allerdings weiß ich nicht, wo er ist. Immer wieder dieselbe Leier. Wo ist er denn? Da! Da ist er. Den habe ich gesucht. Der verkauft mir doch bestimmt Zaubersachen. Wenn er denn Dinge verkauft. Baal-Kadar. Tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hast du Schlaf? Trank der Geschwindigkeit. 100, Alter. Krass. Und das geht nur eine Minute. Das ist ja, das tut mir in der Seele weh. Windfaust. Wolf. Verwandlung Wolf. Nehmen wir mal mit. Sich in Wolf verwandeln können, ist nie verkehrt. Verwandlung. Alter, das kostet aber. Scavenger. Vielleicht brauche ich nicht so viele. Zwei davon. Zwei Mordorat. Davon zwei, was ist das? Telekinese. Lichtheilung. Freundliche. Das könnte klappen. Tja, leider aber nichts zum Schlafen. Kein Schlafzauber. Egal, aber wir können es mal ein bisschen eindecken. Ist ja nicht verkehrt. So. Jetzt verkaufen wir erstmal Zeug. Und zwar habe ich hier jede Menge Müll. Brawlerzangen. Kannst du alle haben. Was habe ich hier? Sumpfkraut. Kannst du haben. Ich habe hier noch Wanzenfleisch. Die Münzen haben gar keinen Wert, ne? Ja. Cool, dann will ich sie behalten. Hier, Flügel. Man muss halt eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ah, wie viel brauchst du noch? Ah, vielleicht werden das doch alle. Nicht ganz. Doch, alle meine Flügel. Was ist das? Wolfsfell. Oh, das kann schon sein jetzt, ne? Bisschen Wolfsfell noch. So, guck mal. Passt. Eins möchte ich wieder haben. So, dann haben wir uns ein paar Zauber organisiert. Schade nie. Ende. Gut, dann speichern wir doch erstmal. Spiel speichern. Wir sind bei Folge 4, 6, glaube ich, ne? Vorhin fälschlicherweise meinen Vorspeicherstand überspeichert. Gefährlich. Gut, dann gehen wir zum Tempel. Da haben wir uns immer die Wachen aufgehalten, aber ich denke, wir können jetzt dann sagen, hier, Lester schickt mich. Er wollte, dass ich euch Verstärkung hole. Mal eben gucken. Muss nur den Tempel finden. Mit meinem super Orientierungssinn kann das nur Gold werden. Ist hier drin? Nix zum Looten, sonst hätte ich mir ja mal eben ein bisschen was reingelootet, ne? Aber ne, da ist der Tempel, guck mal. Alles gar kein Problem, du. Weiß genau, wo wir hin müssen. Lass mal lieber mal was anderes reden. So, in den Tempel hinein, die alten, kalten Gebäuer, ne? Moin, darf ich mal eben hier rein? Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Lester schickt mich. Der Novize Lester schickt mich. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Geil. Wie läuft's? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Okay. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Unsere Gurus sind die Auserwählten des Schläfers. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ja, alles gut. Ende. Ja, dann machen wir hier wohl jetzt erstmal einen Schluss, ne?
Moin, ihr Lieben, ihr hört den Hank Rehn, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.